So, bitteschön. Die Tür einfach zu. Hä, du schimpfst doch die ganze Zeit mit mir, dass ich die Tür nicht mehr auflasse. Muss ich den auch noch zumachen, ey. Naja, erstmal eins nach dem anderen hier. Ja, so geht's mir auch gerade. Eins nach dem anderen, oder? Ja, eins nach dem anderen. Erstmal um die wichtigen Dinge kümmern und dann geht's weiter, ne? Aber ich habe noch 6 Elektrosoundpfosten. Ich würde 2 bei dir aufstellen, dann hast du oben diesen Stromschlag. Ah, ich habe keinen Bruchsaun mehr, Mensch. So, 1, 2, 3, 4. Komm hier nicht raus. Muss ich vielleicht? Könntest du ja mal austesten, ne? Das glaube ich nicht. Die werden ja alle nach außen. Nein, von der Logik her, das ergibt ja keinen Sinn. Dass die hier noch im Weg sind. Bruchsand. Sand. Muss ich Stein abbauen? Nee, Stein nicht. Ach, warte mal, doch, ich hab ja noch ein bisschen Stein. Kannst ja auch Bruchsand so schippen. Die hier? Oder was? Gib's gleich auf. Warum? Was machst du denn? Eisenstäbe abbauen. Eisenstäbe? Ja, aber ich krieg nur Eisen dafür. Wo baust du nur Eisenstäbe ab? Hier im Keller beim Fahrstuhl. Was machst du mit deiner Zeit? Ich mach hier meine Mauer mit Beton. Ach, schon wieder, Alter. Wenigstens so 2 Reihen, weißt du? Hm.
Die das nicht so schnell kaputt kloppen können. Den alles aufbessern hier. Ich müsste mal was essen, wa? Ja. Ja, ich müsste auch was essen. So. Kann er ja erstmal ein bisschen rüber gucken zu mir, ne? Kannst du. Vielleicht bleibe ich aber doch noch ein bisschen bei dir, Jasmin. Vielleicht bleibe ich ja doch noch. Wo ist denn der? Vorne an der Treppe, da liegt doch noch ein Lootbag. Geh doch mal hin. Achso, siehst du, ich wollte mal gucken, wo ich meine Elektrozaunpfosten habe. Das war die, für die schon mal aufstellen. Ich glaube, ich habe die drüben, ne? Essen hier. Vorher nochmal den Lootbag einkassieren. Lootbag. Lootbag. So, jetzt habe ich ja ewig rumexperimentiert, aber na gut, wir lernen dazu. Oh, da waren Robotikteile drin. Kannst du die Kaffeemaschine noch vorbereiten dann? Ja. Sowieso. Ist ja eh unten. Da, 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 da. Nee, ich wollte ab morgen mal was Neues ausprobieren, ohne Kaffee vorher zu trinken, zur Arbeit zu fahren. Ich hau dir einer. Und dann wollte ich schauen, wie lange mich die Leute ausreizen können. Alter, mach das bloß nicht. So, warte mal. Ich habe jetzt hier jetzt nochmal die Zange. Ich baue dir mal drüben ein Stromkabel hin, wenn du Bock hast. Mhm. Mhm. Ja, so klingt Begeisterung. Ich verstehe. Wäre ja am geilsten auf dieser Höhe hier vorne schon, ne? Dass die hier geschockwaved werden. Wir wollten ja das hier sowieso noch wegkloppen. Da können wir auch noch mal ein bisschen beigehen. Kartoffeln.
So. Dann machen wir uns mal ein paar Baublöcke. Ich würde sagen, wir fangen mit 60 Stück an. So, hier muss nur aufgewertet werden. Aber da gehst du ja bestimmt bei, ne? So, gehen hier... Ich? Ja. Wo? Gehen wir hier rüber oder wollen wir die auf der Höhe setzen? Wo gehe ich noch bei? Aufwerten hier vor die Treppe. Ja, bestimmt. Aber nicht jetzt. Sag mal, hier wäre halt sinnvoll, weil dann kommen die hoch und dann... Kannst gleich schießen. Ne? Was? Aber hier würden die vielleicht noch in die Klingenfalle fallen. Lieber. Oh, ein Kackehaufen ist da runtergefallen. Was? So. Okay, also. Diesen Schlaghammer brauche ich gar nicht. Ich glaube, du kriegst schon wieder Besuch. Buch hatte ich schon. Das andere Seite, ich glaube, die Treppe war hier breiter, ne? War da nicht was? So, aber dann wäre das hier Mitte. Ups. So, ne? Ich würde dir das sogar auf Holz noch aufwerten. Mhm. So lieb wäre ich. Weiß gar nicht, was du gerade machst. So hört man mir zu. So werde ich gewürdigt. Ne, ich habe jetzt hier keinen Pflasterstein, sonst würde ich dir das schon auf Pflasterstein machen. Mal gucken, was du da machst. Was machst denn du da? Ich mache hier den Stromzaun für dich. Machst du? In der Mitte bleibt zwar Holz, aber außen kannst du ja bis Beton aufwerten. Damit die das nicht gleich kaputt prügeln, weißt du? Mhm. Upsala. Du machst das schon. Jojo. Good night. Ich glaube, ich hätte eigentlich viel mehr Abstand lassen müssen zur Treppe. Ich hoffe, die kriegen kein Agro auf diese... Nee. Zwei müssen wir noch, ne? So, 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 so. Ich glaube, dann haben wir die Höhe. Ja. Teile deinen Gedanken gut mit uns. Nee, ich muss bald wieder Steine bauen. Geil. Wenn du mir noch 7 cool Dishes Bücher besorgst, dann mache ich das. So. Oh Gott. Guck ich drauf. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt noch hinkomme von deinem Generator, weil du ja überall stank. Der Weg ist ja voll lang hinten. Ich müsste gucken, ob ich bis zu deinem Balkon komme. Brauchen wir noch, ne? Da müssten wir auf Höhe sein. Wie kriegen wir denn das Kabel hier hin? Ah, Steingleiser. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Du hast ja den Ausgang jetzt ganz hinten. Nein, das meine ich nicht. Boy. Boy. Von der Höhe her kommt das wirklich hin? Thank you.
Oh Gott, ey, da muss ich aber erstmal gucken, Jasminu. Da muss ich aber erstmal, das muss ich erstmal testen hier. Wenn wir da... Oh, komm ich bis auf deinen Balkon vielleicht? Angenommen, wir machen den da fest. Okay. Müsste ich mir vielleicht eine Brücke rüberbauen? Wie weit käme ich, wenn ich hier runtergehe? Das heißt, bis hier, ne? Wie baue ich das jetzt? Muss ich vom Balkonien? Hä? Läufst du draußen rum? Ja. Ja. Jetzt muss ich vom Balkonien darüber. Vorzugsweise, indem ich. Nee. Nicht nur ich. Oh nee, er hat schon wieder geschrien. Ihr habt das gar nicht gehört. Nee, hat sie nicht, hat sie nicht. Ist einfach nur eine Wandergruppe. Er dreht um! Er dreht um! Die Sau will nach hinten! Komm, Jasmin, die machen wir fertig. So. Versuch mal Munition zu sparen und mach jeden Schuss Kopf. Nach Möglichkeit. Die wackeln natürlich noch ein bisschen. So, jetzt nur der dicke Bob, Jasmin. Das ist deiner. Gut gemacht. Braves Mädchen. Hast du gesehen, wie man das macht? Nee. Kannst du mir noch mal zeigen? Geh den Loot wegholen, los. Kann ich nicht. Muss einmal nach oben. So. So, jetzt brauchen wir einen Soundposten. Ja, du bist es. Geh den dahin. Ey, kann er nicht alles. So. Jetzt müssen wir Strom machen. Ich hoffe, das reicht von der Reichweite. La 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 da 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 da. Ich muss ja nach oben. Jetzt kommt der risky Teil. Okay, bis hier hat ja locker gereicht. Jetzt kommen wir dem Ganzen wieder näher und jetzt distanziert. Zeigt hier schon rot an. Was zeigt rot an? Das Kabel. Es hat aber gereicht. Okay, jetzt muss ich nur noch von hier darüber kommen, ne? Erstmal ein hier, da habe ich einen vergessen, glaube ich. Okay, bis wo komme ich, bis der reißt? Jetzt bin ich zu weit weg, wa? Na! Warte mal, ich einen vergessen.
Könnte ich ja versuchen, wenn ich höher bin. So. Nein, ich bin einen Block zu weit entfernt, glaube ich. Okay, ich versuch's nochmal. Von dort komme ich exakt bis... Na, wann reißt der? Sogar bis hier? Ja, verbind doch! Wieso geht das nicht? Hä? Bist du doof oder was? Oder muss ich den so verbinden? Ist das zu lang? Jetzt können wir... Komme ich bis an diese Kante? Ja. Das geht nicht. Aber wieso nicht? Mir hier. Okay, ich versuche das nochmal andersrum. Nehmen die mal weg. Packen die dahin. So, dann bin ich auf Höhe. Und. Reicht das? Ja. Okay, ich rot, aber. Oh, Kacke, es geht nicht. Ich glaube, ich bin einen Block zu weit entfernt. Wann? Um die beiden Zaunpfosten zu verbinden. Hm. Wieso hat der eigentlich kein Stromkabel mehr? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die... Ich den nochmal abnehmen. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Okay, der Zaunpfosten ist weg. Tut mir leid, Jasmin, ich kann dir leider keinen hinstellen. Ich werde noch mal einen von mir holen. Nein. Einen opfer ich doch. Also dich selber? Kann ich die bauen? Elektrozaunpfosten. Elektro... Zaunpfosten kann ich machen aus geschmiedeten Eisen und elektrische Teile. Immer doch genug. Ja... Dann kann ich doch auch nochmal einen für dich opfern. Wie spät ist denn das? Gleich zu Ende die Folge. So. Glaube so? Ja. Ja. So. Okay. Setzen wir den einmal hier rüber.
Ist der eben an der Kante, geht leider nicht anders. Okay. Professionell. Die Mauer auch soweit fertig. Oh, das ist doch zum Kotzen. Nö, nicht gut. Okay, warte. Und. Wip. Wip. Und. Wip. 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 Okay, ich bin noch verbunden. Ich kann das nicht verbinden. Es geht einfach nicht, Jasmin. Ich bin einfach so doof. Ich kann immer nur einen machen. Wenn der auch noch einen dichter ran muss, dann ist alles gelaufen. Aber das muss er wohl, ne? Ich hol noch mal einen, dann teste ich das und wenn das nicht geht, dann geht's eben nicht. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du nicht so weit kommst. Oder sind das die falschen Zaunpfosten? Nee, ne? Also es sind die richtigen Elektrozaunpfosten, aber ich bin gerade dumm. Das ist ja nichts Neues, ne? Nee, aber es verwundert mich dann doch ein bisschen. Das ist doch nicht so weit hier. Weißt du, was ich meine? Nee. Ich meine halt, dass es nicht so weit ist. Wieso drücke ich eigentlich immer V statt B? Immer. 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 Scheiße. Ja, was war da denn los? Was war da denn los? So. Ja, komm, jetzt lass mich doch mal hier hoch. So. So. Dann wollen wir dann auch einmal hier ein bisschen ersetzen und verbinden jetzt diesen Ganoven hier mit da drüben, ha? Ist auch rot, die Schnur. Aber wenn ich noch dichter komme, dann bin ich halt auf der Treppe und das finde ich dann auch ein bisschen dumm. Dumm. Ja, weil dann kloppen die ja sowieso den Tower kaputt und dann fällt alles zusammen und dann ist kaputt. Es geht nicht. Du, ey, du kriegst die Tür nicht zu, Jasmin. Weiß ich, kann das nicht machen, weil ich keinen Schmelztiegel hab, ne? Oh, hast du einen Schmelztiegel? Unten in der Schmiede ist einer drinne. Nee. In irgendeiner Schmiede ist einer drinne. Aber ich glaube, ich kann ihn auch herstellen. Schmelztiegel, ja. Ich möchte einen für unten hier. Ja, kann ich dir gleich machen. Jetzt ist das gerade rot. Bis hier darf ich. Darf das beim Verbinden nicht rot sein? Ich will nämlich geschmiedetes Stahl machen. Ja, hier steht Schmelztiegel erforderlich. Ich hab's geschafft, Jasmin. Danke. Ja, was war da denn los? Andere Leute sind schon verzweifelt, aber nicht meine Wenigkeit. So, jetzt muss ich den ganzen Kram hier noch irgendwie unter Strom setzen, weil da läuft gar kein Strom hin, oder? Irgendwie ist das Kabel weg. Aber jetzt haben wir gleich. Ja, wunderbar. Auch der Schmerz, so. Ja, kann ich dir gleich produzieren. So, ich will nur noch einmal hier den Strom legen.
Okay, also bis hier. So, okay. Bis hier ist er schwarz. Warum? Wieso geht das nicht? Ja, wir brauchen noch mal ein Relais, Jasmin. Ich will mal ein Relais herstellen. Ein Relais. Ah, Elektrozeitschalter-Relais. Hm? Wie hießen die anderen elektrischen Dinger? Ich will ja keinen Zeitschalter, ich will ja nur ein Relais. Kabelverschaltung 2 und einen. Muss ich aber auch an der Werkbank machen, das kriegen wir doch hin. Bei der Gelegenheit. So, wo müssen wir hin? Schmelztiegel. Schmelztiegel. Erstmal. Ne, warte, wir machen erstmal die Elektrokabelverschaltung einmal. Weil die schneller geht. Und dann machen wir den Schmelztiegel. Und der braucht noch, oh Gott, 20 Öl. Wer, der Schmelztiegel? Mhm. 900 Lehmboden. Und 20 mechanische Komponenten. Warte mal. Und 900 Lehm, ne? Gerade so zusammengekriegt. Und Öl. Oh, damit haben wir nicht mehr viel Öl. Müssen wir mal gucken, ob wir Öl auch herstellen können. Kann ich immer noch nicht, wieso? Ich hab genug, ich hab genug, ich hab genug, ich hab genug, ich habe nicht. Oh. 100 geschmiedetes Eisen. Ja, die haben wir nicht. Geschmiedetes Eisen. 100 Stück. Oh, geht gleich los, Jasmin. Geht gleich los. Ja, ich gehe auch gleich ins Bett. Meine Tasche sieht aber schlampig aus hier. So. Es wird Zeit. Ja, warte. Müde bin ich, geht so. Was macht er denn jetzt her? Den vollen Weg. So. Ich hoffe, das reicht schon. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, mache meine Äuglein zu. So, den Schmelztiegel wollen wir den noch schnell machen, dass wir den nicht vergessen. Ja, ja. Wie lange dauert der? Der ist gleich fertig. Also ich muss noch geschmiedetes Eisen erst herstellen, aber das geht ja schnell. Jo, ich brenne. Oh. Ich gehe für dich in Flammen auf. Aber lange. Dann mache ich das, glaube ich, in der nächsten Runde. Den Schmelztiegel? Ja, ich muss gleich ins Bett. Ja, aber treibst du jetzt schon wieder? Ich? Ja. Ich werde hier nur ein bisschen auf.
Abisi. So, ich habe zumindest schon mal genug Eisen, dass ich dir den herstellen kann. Mhm. Den Rest Eisen müssen wir dann halt wieder in die Kiste packen, ne? Jo. Wieder länger als 30 Minuten, oder? Nee. Na gut, Jasmin hat ja recht. So, das war's heute von uns für euch. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Schalte ich wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi!